Die Computational Social Sciences ist sehr häufig Ausgangspunkt für interdisziplinäre Forschung. Diese interdisziplinäre Forschung bringt aber sehr viele Herausforderungen und Challenges in diesem Zusammenhang. Heute beschäftigen wir uns in dieser Lektion mit den Herausforderungen ethischer und rechtlicher Art und Weise in den Computational Social Sciences. Rechtliche und ethische Herausforderungen stellen sich insbesondere in Bezug auf den Datenschutz, den Urheberschutz sowie den transparenten Umgang mit Studienteilnehmern und Teilnehmerinnen. Also alles, was man so unter dem Stichwort des Informed Consent zusammenfasst. Der Datenschutz wird relevant, wenn wir uns mit personenbezogenen Daten auseinandersetzen. Stellen Sie sich einfach vor, wenn wir arbeiten mit Adressen, mit Namen, mit persönlichen Details von Studienteilnehmern und Teilnehmerinnen, aber auch beim Sammeln, Verarbeiten und der Analyse von Textdaten, die zum Beispiel aus den sozialen Medien heruntergeladen werden können, stellen sich verschiedenste rechtliche Fragen. Und ganz am Schluss müssen wir uns natürlich noch mit den Standards und Praktiken der Forschungsethik auseinandersetzen, wenn wir uns mit unseren Studienteilnehmern und Studienteilnehmerinnen auseinandersetzen. Wir müssen sie informieren, wir müssen mit ihnen transparent kommunizieren und wir müssen darauf achten, dass wir sie nicht schädigen mit unserer Forschung und unseren Forschungspraktiken. Mit all diesen Fragen werden wir uns jetzt in dieser Lektion auseinandersetzen. Und zwar gemeinsam mit eben Frau Professor Barbara Breinsack und eben Professor Nicolas Forgo. Und ich möchte gleich mit der ersten Frage an Frau Breinsack starten, nämlich welche grundlegenden ethischen Fragen sollte man sich in der sozialwissenschaftlichen Forschung stellen und warum? Und welche besonderen ethischen Herausforderungen gibt es nun für datengeschützte Forschung? Also es ist ganz wichtig, die forschungsethischen Fragen gleich vom ersten Stadium des Forschungsdesigns mitzubedenken. Viele Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler sind sehr mittlerweile gewöhnt, wie Sie auch gesagt haben, zu überlegen, wie man sicherstellt, dass die Würde, die Autonomie und die Interessen der Forschungsteilnehmerinnen und Forschungsteilnehmer geschützt sind. Dabei wird sehr häufig darauf abgestellt, ob das Risiko, das die Forschung involviert, ein höheres Risiko ist, als die Menschen normalerweise im Alltag erfahren. Das heißt, es gibt jetzt kein objektives Risiko, wo man sagt, so hoch, so weit dürfen wir gehen und nicht weiter, sondern welches zusätzliche Risiko, wenn überhaupt, bietet meine Forschung oder bedeutet meine Forschung für die Teilnehmerinnen? Und jetzt gehen wir in der datengestützten Forschung noch einen Schritt weiter. Und das ist ein Punkt, den viele erfahrene Sozialwissenschaftlerinnen vielleicht noch nicht immer ausreichend im Blick haben, weil es nicht nur um menschliche Teilnehmerinnen geht, die jetzt sozusagen vor uns sitzen oder die unsere Fragebögen ausfüllen, mit denen wir in Experimenten arbeiten, sondern es geht eben auch um ihre Daten. Wenn man sich das so vorstellt, dass die Forschungsethik sich geschichtlich so entwickelt hat, sie kommt ja ursprünglich zu einem wichtigen Teil aus der Medizin. Da hatte man sozusagen den Patientinnenkörper vor sich und dann hat man sich überlegt, wie kann ich jetzt forschen, ohne die Autonomie dieser Person zu beeinträchtigen. Sie muss zustimmen und wie kann ich sicherstellen, dass ich dieser Person nicht schade. Und dieser physische Körper dann in der Sozialwissenschaften zum Körper der Forschungsteilnehmerin geworden und wird jetzt zum Datenkörper. Also immer dort, wo ich sozusagen mit dem Datenkörper der Forschungsteilnehmerin zu tun habe, muss ich auch mir überlegen, was sind die Interessen der Forschungsteilnehmerinnen und welchen Risiken setze ich sie aus? Und das ist etwas komplizierter, als einfach zu sagen, steht da die Adresse drauf, ja oder nein, steht der Name drauf, ja oder nein, sondern es geht auch darum, ob man zum Beispiel aus anonymisierten Daten dann trotzdem auch noch was rausfinden kann, was einzelnen Menschen zum Schaden gereichen kann. Also wir sind jetzt sozusagen noch einen Schritt weiter gegangen als die Forschungsethik in den Sozialwissenschaften vor dem Datenzeitalter. Ja, sehr spannend. Und es ist jetzt auch schon öfters was angeklungen, mit dem wir uns in weiterer Folge genauer auseinandersetzen sollten, nämlich das Wort Daten. Aber was sind denn eigentlich Daten und welche Daten verarbeiten wir eigentlich? Also ich muss leider frustrierenderweise sagen, das weiß ich auch nicht so genau. Also es gibt natürlich wie immer bei den Juristinnen und Juristen 100.000 unterschiedliche Definitionen und 100.000 unterschiedliche Sichtweisen.
Aber es gibt immerhin ein paar Dinge, die man festlegen kann. Das erste ist, ein Datum ist zu unterscheiden, also eine Stufe drunter sozusagen in personenbezogene und nicht personenbezogene Daten. Das ist wahrscheinlich die juristisch allerwichtigste Unterscheidung. Und darüber steht, Datum ist wahrscheinlich was anderes als Information. Also es ist weniger als Information. Ein Datum als solches wird erst, wenn es angereichert wird, durch einen Kontext zu Information. Geschützt ist also wahrscheinlich schon das Etwas, das man Datum nennt, das Gegebene, nicht lateinisch Datum, das in elektronischer oder nicht elektronischer Form vorliegen kann, das personenbezogen oder nicht personenbezogen vorliegen kann und das durch den Kontext zur Information wird und damit dann einen Mehrwert generieren kann. Ja, das ist eine spannende Auseinandersetzung, vor allem wenn man das ein bisschen so aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive betrachtet, die ich jetzt hier auch noch einbringen möchte, was sehr häufig in den Sozialwissenschaften als Daten in der Forschung, im Umgang mit der Forschung gesehen werden. Das sind sehr häufig also sozusagen Zahlenwerte, die auf Messungen, Beobachtungen, Befragungen etc. beruhen. Also da wir gar nicht mal so sehr stark über personenbezogen und nicht personenbezogen, sondern eben sehr viel stärker auf diese Zahlenwerte als solches gedacht. Und da gibt es natürlich aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive und vor allem der quantitativen sozialwissenschaftlichen Perspektive ganz unterschiedliche Datenbeispiele. Es sind einerseits Daten aus Befragungen, aus Umfragen, aber auch Daten aus experimentellen Settings, Daten aus Texten, Registerdaten aus amtlichen Statistiken. All das sind diese Zahlenwerte, mit denen sehr häufig im Forschungsdesign, im quantitativen Forschungsdesign in den Sozialwissenschaften gearbeitet wird. Und Sie sehen schon, die Daten dort sind so allgemein besprochen als etwas, was in Zahlen verkodiert, sehr häufig in der Forschung gesehen wird. Wobei wir gerade gehört haben, dass das durchaus viel breiter zu sehen ist, aber eben in den Sozialwissenschaften eben sehr stark auf diesen Zahlenkomponenten ausgerichtet wird. Vielleicht möchte ich die Gelegenheit noch nutzen, etwas genauer auf diese Befragungsdaten bei Umfragedaten einzugehen in den Sozialwissenschaften, die vor allem in den Computational Social Sciences nicht nur, aber auch von Wichtigkeit sind. Hier werden zum Beispiel bei repräsentativen Bevölkerungsbefragungen die ausgewählten Teilnehmer und Teilnehmerinnen zu einer Reihe von Fragestellungen gefragt, die uns interessieren, zu Konzepten, die uns interessieren. Und diese Fragen, die dann beantwortet werden, werden dann in Zahlen verkodiert, nur um hier ein Beispiel zu geben. Also ob jemand zum Beispiel wählen war, kann man beantworten mit Ja oder Nein. Und da sehen Sie schon, dass da noch keine Zahl dahinter steht, sondern das ist erst eben der Moment, der dann von der Forschung gemacht werden wird, um diese Zahlen dann zu diesen Antworten zu geben. Ja würde dann beispielsweise mit einer 1 kodiert, Nein würde beispielsweise mit einer 2 kodiert. Oder wenn man jemanden befragt, wie zufrieden er oder sie mit der Demokratie ist, dann kann man wiederum auf einer Skala eine Antwort geben von 1 sehr zufrieden bis 5 überhaupt nicht zufrieden. Und auch hier passiert genau diese Verkodierung in Zahlen, die dann sozusagen als Daten in die Analyse eingehen. Also Sie sehen schon, wir haben eine sehr breite Konzeptionalisierung dahingehend, was sozusagen Daten als solches sein können. Ja, an diesem Beispiel zu diesen Daten, die ich gerade gegeben habe in Bezug auf die Umfragen, sieht man bereits, dass wir in der sozialwissenschaftlichen Forschung sehr viele Daten sammeln und sehr viele Daten teilweise auch zu Personen sammeln. Und jetzt ist es natürlich die Aufgabe der Forschung, sicherzustellen, dass die Daten nicht auf die Personen, die uns Informationen gegeben haben, zurückgeführt werden können, sondern dass die wissenschaftliche Bearbeitung dieser Daten dann in einer anonymisierten bzw. in einer pseudonymisierten Form stattfinden. Was ist nun dieser Unterschied zwischen Anonymisierung und Pseudonymisierung? Gehen wir zuerst auf die Pseudonymisierung ein. Wie wir vorher gehört haben, wissen wir natürlich, welche Personen wir befragt haben. Wir haben also einen Namen, wir haben Identifikationsmerkmale dieser Person. Und die Aufgabe ist es nun sicherzustellen, dass eben keine Antworten, die die Person gegeben hat, auf eben die Person zurückgeführt werden kann. Da wird eben dann der Name mit einem
Pseudonym ersetzt, da werden also Codes eingeführt statt dem Namen oder aber diese Identifikationsmerkmale werden auf abstrakteren Ebenen zusammengeführt, um eben sicherstellen zu können, dass man nicht weiß, wer die Person ist. Ein Beispiel dazu anhand der Postleitzahl. Wir werden die Postleitzahlen in unseren Datensätzen als solches nicht zur Verfügung stellen, sondern immer auf eine höhere, abstraktere Ebene zusammenfassen, zum Beispiel auf der Ebene des Bundeslandes, sodass eben eine Rückführung als solches nicht möglich ist. Nichtsdestotrotz wird bei der Pseudonymisierung in einem separaten Datensatz dann aber diese Information weiterhin gespeichert und diese beiden Datensätze werden dann mittels eines Schlüssels miteinander in Verbindung gesetzt oder können in Verbindung miteinander gesetzt werden, der aber separat irgendwo aufbewahrt wird und nur wenn man diesen Schlüssel kennt und diesen Schlüssel mit diesen beiden Datensätzen in Verbindung bringt, kann man wiederum die Daten als solches zusammenführen. Und das wird allgemein als Pseudonymisierung in den Sozialwissenschaften beziehungsweise grundsätzlich bei der Datenbearbeitung betrachtet. Bei der Anonymisierung gehen wir einen Schritt weiter. Das heißt, löschen wir nicht nur alle persönlichen Charakteristika, wie wir gerade gehört haben, wie sie auch bei der Pseudonymisierung passieren, sondern wir löschen auch diese zweite Datenbank, wo eben diese zusätzlichen Informationen wie Namen, Adresse etc. drinnen sind, sodass es, selbst wenn man einen Schlüssel hätte, es gar nicht mehr möglich ist, diese beiden Datensätze zusammenzuführen, sondern dadurch wird der Datensatz komplett anonymisiert und nicht mehr rückführbar auf eine Person. So, wir haben jetzt schon bei dieser Unterscheidung zwischen Pseudonymisierung und Anonymisierung gesehen, dass es hier durchaus schwierige Aspekte in der datengestützten Forschung gibt, auch Aspekte, die natürlich rechtlich besonders relevant sind. Ergibt sich nun für die datengestützte Forschung eine besondere rechtliche Herausforderung, deren wir uns bewusst sein sollen? Natürlich. So, klar. Also ich denke, die erste ganz wichtige Unterscheidung, die wir ja schon gehört haben zwischen anonymen und pseudonymen Daten, ist eine, die dann auch in der rechtlichen Debatte eine ganz große Rolle spielt, weil das gesamte Datenschutzrecht, von dem sich alle fürchten, erst dann eingreift, aber dann immer eingreift, wenn es personenbezogene Daten sind. Und pseudonyme Daten sind personenbezogene Daten, während anonyme Daten gemeinhin nicht als personenbezogen wahrgenommen werden. Und der juristische Unterschied ist der, ob man mit vernünftigem Aufwand aus dem, was anonym aussieht, einen Personenbezug wiederherstellen kann oder nicht. In dem Moment, in dem das möglich ist, ja, dann ist das Datum gar nicht anonym und dann greift das gesamte Datenschutzrecht. Das ist die eine, glaube ich, große Herausforderung. Die zweite ist, dass es immer dann, wenn es um Daten geht, vielleicht in Wirklichkeit um Informationen oder um Werke oder um Ideen oder um ähnliche komische rechtliche Wörter geht und dann greift das gesamte Immaterialgüterrecht, also insbesondere das, was man unter dem Stichwort Urheberrecht kennt, spielt dann auch mitunter eine Rolle. Ja, zum Beispiel, wenn die Daten in einer Datenbank gespeichert sind, können da immaterialgüterrechtliche Ansprüche entstehen. Das ist so der zweite große Bereich, um den sich typischerweise Juristen kümmern, wenn sie und Juristinnen kümmern, wenn sie mit Daten zu tun haben. Immaterialgüterrecht auf der einen Seite, Datenschutzrecht auf der anderen Seite. Ja, ich darf da vielleicht wirklich nochmal diesen wichtigen Punkt der Pseudonymisierung einbringen, weil ich glaube, das ist manchen gar nicht bewusst, von wegen, dass eigentlich viele unserer Daten durchaus so gestalten sind, dass wir sehr viel Aufwand hineinbringen müssen in die Bearbeitung von Daten, um auch diese Pseudonymisierung sicherzustellen. Ich möchte einfach das Beispiel der Religion heranziehen, des Religionsbekenntnisses. Das ist ja eine sehr typische Frage, die wir in der Umfrageforschung sehr häufig haben, also welches Religionsbekenntnis Personen haben. Und wir haben natürlich unterschiedlich große Religionsbekenntnisse in Österreich. Also jemand, der uns sagt, von wegen er ist katholisch, ist wahrscheinlich nicht die besonders herausragende Person. Jemand, die uns aber sagt, von wegen sie ist jüdischen Glaubens, ist schon weniger groß die Gruppe in Österreich diesbezüglich. Und wenn ich dann noch Informationen zum Wohnort habe, zum Alter habe, vielleicht auch zum Beruf habe, dann ist durchaus durch die Kombination dieser Information ist leichter herauszufinden, wer die Person sein könnte. Und deshalb ist es in diesen Momenten besonders wichtig, dass man eben diese Daten pseudonymisiert, auf abstrakte hohe Ebenen bringt, um gerade diese Rückschlüsse nicht nachvollziehbar machen zu können. Zum Beispiel im
Sinne von Religion, dass man hier eben nur mal zwischen katholisch und nicht katholisch unterscheidet, also katholisch 1, alle anderen 0, und dementsprechend wird dann die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden als solches herausfinden könnte, wer das sein könnte, wirklich Richtung 0 gegeben. Wir haben ja bei der Einführung in die Lektion schon gehört, dass wir auch beim Urheberschutz ethische und rechtliche Herausforderungen haben. Vielleicht können wir an dieser Stelle ein bisschen genauer darauf eingehen, vielleicht auch darauf eingehen, wenn wir uns über andere Datensorten hier Gedanken machen, also weg ein bisschen von den Befragungsdaten hin zum Beispiel zu den Textdaten. Also was sind so rechtliche Herausforderungen, wenn es eben um Urheberschutz geht und eben sozialwissenschaftliche Daten? Naja, in dem Moment, in dem ein Datum ein Werk wird oder wenn aus einem Datum ein Werk wird, also zum Beispiel, wenn das Datum im Datensatz ein Text ist, der ein Ausdruck einer Persönlichkeit einer Person ist, die das verfasst hat, dann greift eben der Urheberrechtsschutz. Und Urheberrechtsschutz bedeutet im Grundsatz mal ganz einfach, dass nur derjenige, der das Werk geschaffen hat, darüber disponieren können soll. Und der kann dann bestimmte Rechte einräumen, das läuft dann über Lizenzen. Oder aber eben nicht. Und wenn er es nicht hat, dann ist es in aller Regel verboten, dass man mit diesem Werk einen Verwertungsvorgang vornimmt, also zum Beispiel eine Vervielfältigung. Es sei denn, es greift eine der sogenannten freien Werknutzungen, wie die Juristinnen und Juristen das nennen. Das sind also Ausnahmen von diesem Verwertungsverbot von allen anderen, mit Ausnahmen des Urhebers. Und eine solche freie Werknutzung zum Beispiel ist das Zitatrecht. Ja, also wenn man ein Werk zitiert, weil man sich damit wissenschaftlich auseinandersetzt, dann braucht man eben keine Einwilligung des Urhebers. Das ist aber die Ausnahme, es ist nicht die Regel. Und an der Stelle, also zwischen wann liegt ein Werk vor, habe ich eine Lizenz, brauche ich überhaupt eine Lizenz, an dieser Stelle gibt es dann viel an Diskussionen, die man urheberrechtlich führen kann. Und unter dem Stichwort Text und Data Mining, das haben vielleicht einige hier schon gehört, wo es ja darum geht, dass eben viel an Text und viel an Daten gemeint, also wie sagt man auf Deutsch, geborgen wird oder abgebaut wird, da stellt sich dann eben die Frage, ob eine entsprechende freie Werknutzung hier greift. Und da gibt es neuerdings eine eigene, die sich darum kümmert, dass eben dann Text- und Data-Mining möglich ist, selbst dann, wenn der Urheber keine Lizenz erteilt hat. Was gibt es nun für ethische Herausforderungen beim Urheberschutz? Also es ist natürlich auch immer ethisch relevant, ob man die rechtlichen Vorgaben gut einhält. Es ist auch ethisch relevant, das wissen viele nicht, ob das Forschungsdesign solide ist. Also man könnte auch argumentieren, das trifft nicht nur bei der datengeschützten Forschung, sondern immer zu, dass ein Forschungsdesign zum Beispiel, das nicht in der Lage ist, die Forschungsfrage zu beantworten, auch ethisch problematisch sein kann, weil man dann ja auch gar nicht rechtfertigen könnte, dass man hier diese Daten verwertet oder dass man auch, wenn man zum Beispiel Interviews macht, dass man die Zeit der Menschen in Anspruch nimmt. Und darüber hinaus, also über diese Fragen, ist es wichtig, auch aus ethischer Perspektive auch sich nochmal zu überlegen, wessen Datensätze, wessen Arbeit man sich hier zunutze macht und sich überlegt, wie man diese Datensätze, wie man die Arbeit, die Infrastrukturen, die das unterstützt haben, wie man das auch entsprechend würdigt. Und das hat sehr viel zu tun auch mit der korrekten Zitierung, nicht nur von publizierten Forschungsergebnissen, also von Studien, sondern auch Datensätzen. Das wird von vielen nicht richtig gemacht, auch nicht, weil sie jetzt absichtlich einen Fehler machen wollen, sondern weil sich diese Kultur des Zitierens auch von Datensätzen noch nicht so ganz durchgesetzt hat. Aber aus ethischer Perspektive ist es eine sehr wichtige Erwägung auch. Das gilt ja auch, die Arbeit der Forscher und Forscherinnen für die Datensätze zu unterstützen bzw. zu würdigen. Und es reicht dann manchmal nicht aus, nur den Datensatz per se zu nennen, sondern eben auch die Personen, die sich mit diesen Datensätzen auseinandergesetzt haben, Zeit und Ressourcen investiert haben, also auch die zu erwähnen. Genau, also sehr häufig sind jene Personen, Forscherinnen und andere Personen, die die Datensätze zur Verfügung stellen, die haben sehr häufig auf ihrer Website oder wo auch immer Informationen darüber, wie sie den Datensatz gerne zitiert sehen würden. Wenn man das nicht leicht finden kann, ist es auch manchmal gut, sich in Verbindung zu setzen und zu fragen, wie man das tun kann. Weil genauso wie Sie sagen, es gibt ja sehr viel, also sehr häufig auch unsichtbare Arbeit,
die gerade auch in den publizierten Studien nicht immer ausgewiesen ist. Und aus dem Grund ist es wichtig, diese Arbeit auch zu würdigen. Wir haben uns jetzt relativ viel aus einer theoretischen Perspektive mit rechtlichen und ethischen Herausforderungen der Computational Social Sciences auseinandergesetzt. Machen wir jetzt den Switch hin zur Praxis. Also wie können diese verschiedenen ethischen und rechtlichen Herausforderungen in die Forschungsarbeit Einzug finden bzw. dort umgesetzt werden können? Vielleicht darf ich mit Ihnen anfangen, Frau Breinsack. Das ist eine sehr kurze Frage, die eine sehr lange Antwort bräuchte. Ich versuche es jetzt mal kurz zu machen. Das Einfachste ist, sich zu überlegen, wie der Herr Forgo auch schon jetzt gesagt hat, arbeite ich mit personenbezogenen Daten, ja oder nein? Und wenn man eben mit pseudonymisierten oder auch identifizierten, also Daten, die eine Person direkt identifizieren, arbeitet, dann habe ich bestimmte rechtliche Vorgaben, die ich einhalten muss. Datenschutzgrundverordnung. Das ist einmal das Allererste. Bei der Ethik geht es eben darum zu fragen, wessen Interessen sind hier berührt? Entstehen durch meine Forschung für diese Forschungsteilnehmerinnen höhere Risiken, als es normalerweise der Fall sein würde? Bei der datengestützten Forschung haben wir hier noch die zusätzliche Dimension, dass hier die Risiken nicht nur auf die Personen beschränkt sind, von denen die Daten kommen, also nicht nur auf die Datensubjekte, sondern auf alle Personen theoretisch. Also um ein Beispiel jetzt zu geben, weil Sie haben ja gesagt, wir wollen das jetzt greifbar machen. Wenn ich jetzt aus einem Datensatz, den ich aus dem Land A gewinne, da finde ich jetzt heraus, dass Menschen, die tagsüber sehr viel fernsehen, ein höheres Risiko haben, eine chronische Erkrankung zu haben. Und ich wende diese Einsicht auf Personen im Land B an und unterziehe es jetzt einem Risikoscreening oder gebe ihnen keinen Kredit oder was auch immer. Das heißt, hier können Folgen für Menschen entstehen, von denen die Daten eigentlich nicht stammen. So, das muss ich einfach im Blick haben. Und der beste Weg, ethischen Herausforderungen zu begegnen, ist mir zu überlegen, was kann da auch längerfristig sein, welche Benefits gibt es da, welche Risiken entstehen hier, wie kann man die Risiken auch reduzieren. Und wenn man so systematisch sich die eigene Forschung durchdenkt, deswegen ist es auch so wichtig, das ganz vom Anfang an im Blick zu haben, dann kann man frühzeitig eventuelle Probleme erkennen. In manchen Fällen wird man zum Schluss kommen, das sind eher Extremfälle, dass man eine bestimmte Forschung nicht durchführen kann. Aber in den allermeisten Fällen dient die Forschungsethik dazu, nicht mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, das darfst du nicht, sondern Forschung, wissenschaftliche Forschung insbesondere auch besser zu machen. Sehr spannende Einsichten. Und welche Tipps und Tricks würde man aus einer juristischen Perspektive den Sozialwissenschaftlern und Sozialwissenschaftlerinnen geben, hier auch mit diesen rechtlichen Herausforderungen umzugehen, von denen wir ja gerade gehört haben, dass sich manche gar nicht mal bewusst sind, dass es die gibt, sondern man hat es halt immer schon so gemacht, dann macht man es weiter. Aber da gibt es ja durchaus neue Herausforderungen. Also ich glaube, der allerwichtigste Tipp, den ich gern mitgeben würde, wäre, sprecht mit uns. Also, Juristinnen sind unter Sozialwissenschaftlerinnen nicht immer beliebt. Das hat auch damit zu tun, dass wir vielleicht manchmal zu Recht den Ruf haben, mehr Probleme zu machen als zu lösen. Aber ich glaube, das ist da alles trotzdem das Allerwichtigste. Ja. Man muss, wenn man sozialwissenschaftlich forscht oder überhaupt, wenn man wissenschaftlich forscht oder überhaupt, wenn man lebt, wissen, dass das, was man tut, eben auch rechtliche Konsequenzen haben kann und rechtlich irgendwie beurteilt werden kann. Und dann ist es meistens nervenschonender und billiger und klüger, mit den Menschen am Beginn zu reden und nicht dann am Ende, wenn alles schon in den Brunnen gefallen ist. Also ich würde mir wünschen, mehr an Gespräch und es gibt auch genügend Juristinnen, die inzwischen ein gewisses Verständnis und auch eine gewisse Erfahrung haben in der Zusammenarbeit mit Sozialwissenschaftlerinnen, sodass man die auch findet, wenn man sie sucht. Ich fasse es ein bisschen so zusammen, unter Kommunikation ist sehr wichtig und gleichzeitig auch die kritische Reflexion dessen, was man macht, um sozusagen die Fragen, die sich in ethischer und rechtlicher Hinsicht stellen, gleich zu Beginn bereits beantworten zu können oder sich zumindest deren bewusst zu sein, anstatt dann am Ende der Forschung draufzukommen, was man alles hätte tun sollen, um eben den rechtlichen und ethischen Herausforderungen, Standards und Praktiken zu genügen.
Ja, dann stellt sich zum Schluss eigentlich nur mehr die Frage von wegen, wie können Forscher und Forscherinnen und hier vielleicht besonders junge Forscher und Forscherinnen erkennen, dass es sich um ein rechtliches und ein ethisches Problem handelt und wie können sie sozusagen die Schritte setzen, um hier in weiterer Folge für ihre Forschung ja, gut voranzukommen. Also wir haben ja früher auch schon darüber gesprochen, welche Dinge man im Blick haben muss, wenn man die Forschung beginnt. Also mit welchen Datentypen arbeitet man, welche Arten von Risiken für welche Menschen könnte es geben. Und das sind jetzt noch einmal keine Probleme, sondern das sind jetzt erstmal Dimensionen, die man beachten muss. Woher weiß man, dass man ein Problem hat? Zuerst möchte ich auch noch mal unterstreichen, was Sie beide gesagt haben. Man hat weniger Probleme, wenn man sich von Anfang an gut durchdenkt. Und das ist wichtig zu betonen, weil man am Anfang oft aus unterschiedlichen Gründen mit anderen Dingen beschäftigt ist. Da setzt man das Projekt auf, man überlegt sich methodische Fragen, aber trotzdem ist es wichtig, das dann auch schon im Blick zu haben, zu antizipieren, was könnte sein. Zum Beispiel, man könnte draufkommen, dass die longitudinale Analyse von Daten aus sozialen Medien zum Beispiel, die anonymisiert sind, aber nicht wirklich anonymisiert sein können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Person, die jetzt die relativ viele Followers hat, irgendwo über einen längeren Zeitraum untersuche, kann es sein, dass obwohl die einzelnen Daten, Befragungen diese Person nicht identifizieren, dass es in der längeren Zusammenschau schon passiert. So, jetzt habe ich ein Problem. Komme ich drauf, meine Daten sind eigentlich nicht wirklich anonymisiert, also sind nicht anonymisierbar. Was mache ich jetzt? Und in diesem Fall, so wie Herr Forger auch schon gesagt hat, wendet man sich am besten an die Expertinnen und Experten, die damit einfach öfter zu tun haben, die die Literatur kennen. Es ändern sich ja auch die Standards hier immer mit den Technologien auch mit. Das heißt, nicht den Kopf in den Sand stecken und sich überlegen, wie man das am besten vertuschen kann, so verständlich auch dieser Impuls sein mag, sondern mit den Expertinnen sprechen. Auch die Forschungsethik-Expertinnen können da oft helfen. Es gibt Möglichkeiten, mit Gruppen zu sprechen und Gruppeneinwilligungen einzuholen. Das ersetzt natürlich dort, wo es ein rechtliches Erfordernis ist, nicht die individuelle Einwilligung, aber es kann Möglichkeiten geben, über Gespräche mit Menschen, über die Datennutzung auch die ethischen Risiken zu verringern. Und wie schaut es mit der rechtlichen Komponente diesbezüglich aus? Also ich denke ganz ähnlich. Ich würde zunächst mal antworten wollen und sagen, wir haben im Grunde sehr viel an Hausverstand, ja, und wir spüren eigentlich als sozialisierte Menschen relativ gut, wann irgendwas heikel wird. Und man kann sich eigentlich ein paar ganz einfache Fragen stellen, wie zum Beispiel, kann es sein, dass die Aussage, die ich da in meinem Forschungsprojekt gerade tätige, rückführbar ist auf eine individuelle Person? Oder kann es sein, dass jemand das Gefühl hat, dass ich fremdes geistiges Eigentum verwende, also etwas absauge von jemandem? Und wenn man dieses Gefühl ein bisschen pflegt, ja, und dann hat man schon einen ganz guten Einstieg, wo man besser fragt. Und dann ist aber ganz häufig so, meiner Erfahrung nach, dass das natürlich lästig ist, nicht? Also man will ja forschen und nicht irgendwie jetzt mit Ethikerinnen oder Juristinnen herumdiskutieren. Deswegen drängt man oft dieses Gefühl weg und das ist, glaube ich, das, was man nicht tun sollte. Es ist eben besser, wenn man dann in dem Moment sagt, okay, kenne ich da nicht aus, aber mein Gefühl sagt mir, könnte sein, dass das heikel ist, ich frage mal lieber jemanden, der oder die davon was weiß oder mehr weiß als ich. Und wenn man das erreicht, diese Sensibilisierung, dann ist man, glaube ich, schon ziemlich gut unterwegs. Ja. Und das Zweite, was ich sagen würde, ist im Zweifel immer vorher fragen und nicht im Nachhinein. Also immer dann, wenn man nicht ganz sicher ist, dass das okay ist, dann besser fragen, bevor man anfängt. Ja, ich fand diese Diskussion sehr spannend und ich hoffe, dass das auch in dieser Lektion sehr rüberkommt, dass in dem Moment, wo man von Computational Social Sciences spricht, man eigentlich glaubt, dass man sich so ganz klassisch bei den Data Sciences, also diesem technischen Bereich, befindet, dass man sich bei den klassischen sozialwissenschaftlichen Fragen befindet, also mehr auf einer technischen Metaebene. Aber diese Lektion, glaube ich, hat sehr schön gezeigt, von wegen, das ist nur die Hälfte der Wahrheit. Natürlich muss man die Techniken können, um Daten zu sammeln, um Daten analysieren zu können. Aber wir müssen eben bei all diesen Computational Social Science Aspekten auch immer mitbedenken, dass es
es eben auch eine ethische und eine rechtliche Komponente gibt, die dann womöglich all diese technischen Aspekte außen vor lässt, weil wenn man die nicht gleich von vornherein gelöst hat, beziehungsweise deren sich bewusst ist, dann helfen danach die besten Daten nichts, wenn man sie dann womöglich nicht verwenden können oder aber in rechtliche Probleme kommen. Also insofern ist der Bereich der Computational Social Sciences tatsächlich ein sehr interdisziplinärer Bereich, wo es auch ganz dringend gilt, ethische und rechtliche Standards und Praktiken mitzudenken.